Ihr habt gesagt, meine Mähkanten sind nicht schön. So, so. Na gut. Ja, dann muss ich mal wieder ran. Und ich habe es, glaube ich, vor Ewigkeiten mal gezeigt, wie ich meine Mähkanten bearbeite. Früher habe ich immer da so einen Freischneider genommen mit so einem, ne, mit so einem Kunststofffaden. Und das hat mich immer sehr gestört, weil diese Fäden natürlich mal immer verschlissen sind, mal weggeflogen sind, dann hier rumgelegen haben. Und seit schon 2 Jahren, glaube ich, benutze ich tatsächlich eine Kreiselschere, wie schon viele, viele andere gezeigt haben. Ich noch nicht. Benutze ich tatsächlich auch eine Kreiselschere. Jetzt nicht die, ne, sondern die Kreiselschere von Stihl. Die Kreiselschere heißt, dass die Messer nur so ja, hin und her pendeln. Genau so. Pendel, pendel, pendel. Ne, so hin und her pendeln. Und das heißt, es werden auch nicht Steine weit geschleudert. Das war beim Freischneider echt blöd. Da, wenn noch ein Steinchen da mitgenommen wurde, dann flog der über einen halben Rasen und lag dann genau da, wo ich mähen wollte. Und die Kreiselschere ist da doch wesentlich harmloser. Und ich gehe auch relativ brutal in die Erde mit der Kreiselschere rein. Die verschleißt dann auch relativ schnell. Muss man ab und zu mal nachschleifen. Ja. Okay, mache ich, zeige ich euch. Ja, yeah, los geht's, irgendwie Attacke. Tatsächlich finde ich die Bedienung auch nicht so ganz selbsterklärend. Hier ist so ein Schalter. Dann kannst du hier so verstellen. So, da bin ich verstanden. So, jetzt. 3, 1, das ist Stufe 1. Halten. Das ist Stufe 2. Und das Stufe 3. Ja, eigentlich reicht eins aus. Dann hast du noch hier so ein Gurt. Ja, dann wollen wir mal. So, lieber Anfix, ja genau. Und das hier ist natürlich jetzt hier die Mähkante. Und ich möchte immer, dass hier diese Kante so einen kleinen Graben, dass hier so ein kleiner Graben ist. Man kann natürlich hier auch ein Steinbord setzen, aber ich habe immer gerne so einen kleinen Graben, um hier mit meiner Kreiselschere so richtig schön scharf an der Kante entlang zu fahren. Das heißt natürlich aber, die Grasnarbe muss stabil sein. Wenn man hier natürlich jetzt, ich mache das mal, das heißt hier ziehe ich also jetzt immer hier den Boden so weg, dass hier so eine schöne Kante entsteht. Die war natürlich schon da, die muss ich nur wieder freischaufeln. Das brauche ich, das finde ich besonders schick. Der zweite Grund ist, warum ich das so haben möchte, weil ich da wunderbar mit meinem Spindelmäher rüberfahren kann über die Kante. Durch die Walzen, da vorne die Rolle, hinten die Walze. Dadurch habe ich halt die Möglichkeit, hier ein bisschen über die Kante hinüber zu mähen und dann eben kein Gras stehen zu lassen. Die muss jetzt nicht so tief sein. Und das habe ich fast überall um meine Rasenfläche. Und da kann ich jetzt mit der Kreiselschere entlang fahren und die überstehenden Hälmchen abschneiden. Oder eben im Spindelmäher rüberfahren und bis zur Kante mähen. Mit dem Sichelmäher geht das nicht so gut. Mit Rädern. Wenn ich da nämlich runterrutsche mit dem Rad, habe ich sofort den Donut drin. So, und ich ziehe immer rückwärts, weil es irgendwie besser geht. So, und dann kann man noch mal einmal oben rüber gehen. So, und wenn man so ein bisschen mehr Druck macht, hier zum Beispiel, dann kann man natürlich auch die Kontur ein bisschen nachsetzen. Hier. Da gehe ich dann richtig ein bisschen in die Erde rein. Und so kriege ich dann eine schöne, runde, gleichmäßige Form.
Das ist jetzt hier eine alte Rasenkante. Da kann man auch erstmal rüber gehen. Und dann da muss man mal ein bisschen gucken. Das Gras ist dann teilweise so fett. Ja, wunderbar. Man sollte sich keine Illusionen hingeben. Das belastet natürlich stark das Messer. Also schon keine Frage, ne? Das Messer wird relativ schnell stumpf. Das sieht man auch, das wird richtig rund. Und dann kann man jetzt hier noch diese Messer versetzen, also verdrehen, weil man ja hier immer an der einen Ecke nur schneidet. Man kann die ja noch ein bisschen nachschleifen, wieder, habe ich auch schon mal gemacht. Oder man kauft sie halt mal ein neues. So, das ist hier so eine Betonkante, das funktioniert so richtig geil. Also was mache ich? Ich steche quasi hier hinter der Betonkante ein bisschen in den Boden rein und ziehe gegen die Betonkante leicht gegen, damit ich immer hier die Anlage an der Betonkante habe, damit ich nicht rausfahre und dann wird das echt sauber. Rasenfreak, deine Kanten sehen schlecht aus. Ja. Na, wenn das nicht schick aussieht. Was richtig, richtig cool ist, ist hier jetzt dieser Übergang zwischen Rasen und Asphalt. Das zeige ich euch jetzt. Es ist unglaublich. Ja.
Ja. Mach das jetzt zum ersten Mal im Jahr. Und deswegen ist die Kante noch so dicht, so zu. Wenn da so ein richtiger Spalt ist, sieht das auch noch besser aus. Ja, den muss auch mal schön. Okay, da bin ich ein bisschen rausgekommen. Ja, aber die ist perfekt. Ist der Spalt ein bisschen breiter. Cool, oder? So sieht das dann aus. Und ich brauche so eine kleine Rinne, die natürlich sich im Winter mal wieder zusetzt. Gut, hier. Das sieht am Anfang nicht ganz so perfekt aus, aber ist auch nicht schlecht. Ich habe mich ja schon ein bisschen herausgefordert gefühlt, als da einer schrieb, deine Rasenkanten sehen nicht gut aus. Hat er recht. Hat er recht. So, besser? Fertig.